Aus meiner Sicht ist es ein ambivalentes Bild. Zum einen sehen wir sehr stark seit vielen Jahren konsequent diesen Trend, dass Service mehr und mehr in den Fokus gerät. Das wird mit Sicherheit auch weiter so gehen. Auf der anderen Seite erstaunlich, wie stiefmütterlich doch das Servicegeschäft auch in großen Industrieunternehmen nach wie vor behandelt wird, dass es keine klar ausgearbeitete Strategie gibt, sehr zögerlich Beratungskosten freigegeben werden, um da die Potenziale zu heben. Trends der Serviceindustrie werden heutzutage in vielen Modewörtern abgebildet wie IoT, Industrie 4.0 und so weiter. Am Ende bin ich der Überzeugung, konzentriert sich das alles darauf, konsequent Kundennutzen zu liefern. Der Kunde möchte das wirklich spüren. Es geht weniger um Preise, er möchte eine echte Service Experience zu haben. Daran sehe ich die Zukunft.